Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute wird es hier um eine Anleitung gehen für euch. Ich zeige euch mal ganz rasch, worum es geht. Hier um den HGP 802. Und zwar, wie ich da nämlich hier den Anhänger angesteuert habe. Ich habe den nämlich hier über ein separates Kabel versorgt, sodass ich also über meine Fernbedienung, nämlich hier im Heck, die beiden Rampen steuern kann, sodass ich dafür nicht extra immer noch die Fernbedienung brauche. Das will ich euch ganz, ganz kurz zeigen, sodass ihr das auch mehr oder weniger einfach nachbauen könnt und euch das hoffentlich natürlich denn einfacher fällt, mit eurem Modell zurechtzukommen. Es gibt ja einige, die da das Fahrzeug haben und vielleicht den Umbau auch mal wollen. Ich habe hier vorne auch noch in der Front, das hat der eine oder andere vielleicht mitgesehen, eine Winde verbaut, sodass ich halt auch noch die Winde laufen lassen kann, wobei die ein Bluetooth-Steuergerät hat. Da bin ich auch ganz zufrieden mit. Ist jetzt auf 2S natürlich nicht das Kampfschwein für irgendwie 20 Euro oder sowas. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern es geht heute um die Verkabelung. Ja, Empfängerbox, da müssen wir ran. Dann zeige ich euch, wo ich mein Adapterstück habe, hier um die Zuleitung laufen zu lassen. Die habe ich, die Zuleitung hier im Rahmen unter der Verkleidung laufen lassen. Wichtigste ist allerdings hier auf der Unterseite das Anschlussterminal, die Elektronik. So, hier in der Front seht ihr schon hier die Winde. Da habe ich einen 3D-Einsatz gedruckt, der da reinpasst. Wenn ihr den haben wollt, schicke ich euch die Files gerne zu. Die läuft hier über einen separaten Stromanschluss, über den Fahrakku 2S, Direktversorgung mit. Und kann dann über den mitgelieferten Funkempfänger gesteuert werden. Hier auf der Innenseite habt ihr hier die Standardsteuerknöpfe, also so ein Schieberegler und so ein Knopf für das Steuermodul, für die Rampen und für die Lichter. Die Lichter sitzen hier unten in den kleinen Ecken. Das Wichtige ist aber hier auf der Unterseite. So, dafür brauchen wir hier einmal den M2er, also 2er Immus, um das hier rauszulösen. Ist ein bisschen tricky, das Ganze da auf jeden Fall reinzukriegen. Ihr seht, ich habe hier auch entsprechend keinen Akku drin, beziehungsweise keine Batterien. Das bitte nicht machen, den Fehler, den habe ich schon gemacht. Hier Batterien rein und Strom drauf, keine gute Idee. Da brutzelt euch euer Board, weswegen ich mir ein zweites bestellen musste. Also, entweder oder in der Stromversorgung, aber niemals beides. Und deswegen bin ich halt dazu gegangen zu sagen, okay, Fahrakku, ich ziehe das vom Zugfahrzeug, den Strom, dann brauche ich mir keinen Kopf um Stromversorgung machen, weil 3 AA-Batterien, klar, hat man in der Regel sowieso daheim von der Fernbedienung. Aber da hatte ich jetzt einfach echt keinen Bock drauf, da mich immer noch drum kümmern zu müssen. Und interessanterweise ist irgendwo mein Batteriefachdeckel flöten gegangen. So. Also, wir haben hier ja das Kabel, was von vorne vom Zugfahrzeug kommt. Da ist das Gegenstück. Das endet hier und geht hier in das Data rein und in den Channel 8. Das sind die beiden, die ich hier belegt habe, in Anspruch genommen. Das bedarf ein bisschen Fummelarbeit, um das Kabel da rein zu quetschen, da es ein mehradriges ist. Und die zwei sind ganz normal standardmäßig an das ganze Gerät angeschlossen, sodass ich darüber meine Stromversorgung habe. Hier gehen dann auf
SIG 1 und SIG 2 auf die beiden Kanäle. Entsprechende Anleitung, einfach verbaut. Genau. Und hier ist auch das Funkmodul, sodass ich theoretisch immer noch über den Funkempfänger laufen lassen könnte, aber nicht mache. Hier ist eine kleine Modifikation, da habe ich ein Stückchen rausgeschnitten und ja, das war der ganze Zauber hier an dem Unterbau sozusagen schon. Das Ganze da wieder reinzubekommen ist ein bisschen fummelig, deswegen mache ich das mal eben kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da habe ich es wieder schön verpackt. Wie gesagt, das ist der ganze Zauber. Ich habe hier ein sechsadriges Kabel. Das ist ursprünglich aus dem, ich glaube, Computerbereich. Ich werde mal schauen, ob ich es wiederfinde und verlinke euch das entsprechend unten in der Videobeschreibung. Der Rest ist alle Standardverkabelung nach Anleitung vom Bausatz. Wie gesagt, das Kabel habe ich hier außen unter der Außenverblendung langlaufen lassen, wo das für mich die einfachste Lösung des Ganzen war. So, beim Zugfahrzeug findet die ganze Zauberei an zwei Orten statt. Stimmt, der könnte eigentlich auch mal wieder hier dran. Aber dazu kommen wir später. Und zwar, das eine, wie gesagt, die Empfängerbox und das andere ist hier unter dem Abdeckgitter. Das nehme ich mal kurz ab. So, wie ihr das hier vielleicht schon sehen könnt, das ist jetzt nicht wahnsinnig Schmuck. Das ist einfach nur so ein kleines Plastikelement, wo hier wieder die sechs Adern, beziehungsweise ein Sechserkabel rauskommt, beziehungsweise reingeht. Wie das angeschlossen wird, ist für meinen Fall völlig Wurst. Also von der Verkabelung kann ich es entsprechend drehen, wobei ich mir hier eine kleine Markierung gesetzt habe, wie ich es ansteuern will, sozusagen. Hauptkniff ist hier in der Empfängerbox. So. Da sieht es ein bisschen durcheinander aus. Und zwar habe ich da nämlich in diesem Fall hier die Kanäle, was ist das? 12 und 6. 12 und 6. Die habe ich hier genommen, um darüber die Rampen zu steuern, als auch ja, das Licht ansteuern zu können, beziehungsweise laufen lassen zu können. Ich zeige das euch gleich auch nochmal. Hier ist noch ein Micro Charge RC Switch. Der steuert bei mir hier vorne die Beleuchtung. Und zwar nämlich die in der Front. Ja, aktuell habe ich das Problem, dass hier über die Fernbedienung rechts, links auf dem Steuerkreuz nichts passiert. Da muss ich selber nochmal die Verkabelung angucken. Aber die Rampen hier hinten, warum das blinkt? Wenn einer eine Ahnung hat, warum dieses olle Licht die ganze Zeit blinkt, schreibt mal bitte in die Kommentare. Würde mich echt mega mal interessieren. Weil, wenn ich hier den Schalter umlege, habe ich lediglich die gesamte Stromzufuhr unterbrochen. Hier passiert auch nichts, wenn ich an den Hebeln am Controller rumspiele, mache ich das Ganze an, ist hier wieder Saft drauf und dieser kleine Knopf ermöglicht mir hier das Ganze hochfahren zu lassen. Das ist halt so die klassische Option neben der Funkvariante über die kleine Fernbedienung. Wie gesagt, warum das jetzt aktuell gerade im Demonstrationszweck nicht funktioniert, weiß ich nicht. Da werde ich nochmal drauf gucken. Aber so habe ich es auf jeden Fall verkabelt. Und ja, so lässt sich das Ganze entsprechend auch. Wie gesagt, normalerweise hier über einen separaten Stick, in dem Fall hier der rechts-links, sollte das eigentlich laufen. Da muss ich nochmal selber in meine Verkabelung reinschauen, um die Kanäle da entsprechend richtig zu belegen, wo da der Fehler ist. Genau. Ansonsten habe ich, wie gesagt, hier das Licht drauf, auf dem hier oben und auf dem Drehpult hier mein Fahrlicht. Warum die Blinker nicht mehr funktionieren, kann sein, dass die mir kaputt gegangen sind in der Zwischenzeit. Ich weiß es einfach nicht. Da werde ich auch nochmal in der nächsten Zeit mal drauf schauen,
und mir mal ein Bild zu machen. Das war's an dieser Stelle erstmal mit dem Video. Vielen Dank dafür, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Wenn Fragen sind, gerne ab da unten mit in die Kommentare. Schreib mir ansonsten auch eine E-Mail, schreib mir bei Instagram, auch Facebook. Alles auf meiner Kanalseite verlinkt, rechts im Banner. Von daher solltest du da keine Probleme finden, Kontakt zu mir aufzunehmen. Und ich werde umgehend so schnell wie möglich darauf antworten und eingehen, sofern ich das zu dem derzeitigen Punkt kann. Wie gesagt, hier bei dem muss ich selber erst nochmal ein bisschen herausfinden, woran es liegt, dass es jetzt nicht funktioniert. Seit dem Umzug hier in eine neue Wohnung, weiß ich auch noch nicht, in welchen Kartons ich alles versteckt habe. Unter anderem auch die Fernbedienung für die Seilwinde, sodass ich die jetzt noch nicht zeigen konnte. Aber die funktioniert auf jeden Fall, da die direkt mit Strom versorgt wird und das dann unproblematisch ist.